So, hallo. Wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir Tainted Lost versucht und sind gescheitert. Machen wir es kurz, wir sind gescheitert. Und wir werden auch weiterhin scheitern, deswegen Tainted Lost lassen wir aus. Tainted Lilith hat keine Zusatzdings drunter. Okay. Mal gucken, was das bedeutet. What the heck? Das ist... Das ist überhaupt nicht verstörend. Aber sie selbst kann nach wie vor nicht schießen, scheinbar. Aber sie hat jetzt dieses... What? Okay, sie macht ja auch nicht kaputt. Schade. Yo, gucken wir mal, wie das jetzt läuft bei ihr. Also tut das Ding selbst auch weh oder nur, wenn es schießt? Achso, wenn es rausschießt, dann tut es auch weh. Das ist der bessere Angriff eigentlich. Ja, moin. Das ist ja eigentlich der bessere... Das ist ja der bessere Angriff irgendwie. Ich will die ganze Zeit in die Steine, weil ich... Oh, weil ich von Lost war. Interessant. Ja, ein Speed-Up ist gut für sie, weil sie ist echt langsam. Entschuldigung. Komm ich da ran? Oh. Okay. Gefällt mir. Auch schön. Damage up. Okay. Es muss doch wehtun, so ein Ding da drin zu haben, aber gut. Ja, ne? Dann irgendwie, ja. Das Problem ist halt mit dem Ding zu treffen und zielen. Normal schießen ist gar nicht so einfach. Also da greife ich lieber so an eine Zeit lang jetzt erstmal. Weil... So treffe ich halt kaum, wenn das Ding, wenn die Dinger zu nah an mich angehen. Aber so mache ich halt schön Schaden. Ja, ich sehe den blauen Stein. Vielleicht sprengt ja irgendwas den Stein selbst. Irgendein Spawn oder so. Deswegen warte ich das noch ab, bevor ich mich da selbst drum kümmere. Ah, den hätte ich dahin lotsen können. Scheiße. Shish. Jo, das ist insane. Okay. Ich glaube, das macht mehr Schaden in dem Effekt, ne? Habe ich jetzt eigentlich...
Den will ich nicht haben. Ja, das ist interessant, was hier passiert. Würde ich mal so betiteln. Das ist auch gut. Das habt ihr mir ja schon mehrmals jetzt gesagt. Ich bin doof, dass ich das nicht mache. Und habt auch völlig recht. Dass ich das nicht nutze, ist völlig dumm. Völlig dumm. Weil wir jetzt ja ohne Schlüssel klarkommen. Ich meine, es gibt nicht viele Geheimräume, aber die, die es gibt, kann man auch aufdecken. Na, wir kommen zwar nicht ran. Leider, weil wir keine Bomben haben. Aber hey. Besser wie nix. Sonst komme ich aber trotzdem nicht an den blauen Stein ran. Das ist ärgerlich. Ich krieg einfach keine Bomben. Kann er da drauf springen? Macht er das dann kaputt? Nee, ne? Spring mal hierher. Spring mal hierher. Was ist? Das ist eine sehr interessante Art anzugreifen. Kann das Ding auch die. Das kann auch die Schüsse abwehren, oder? Habe ich gerade richtig gesehen. Insane. Okay. Ja gut, aber wie gesagt, wir kommen leider nicht an hier mehr ran. Das ist jetzt ärgerlich, aber es ist halt so. Na gut. Weiter. Jetzt kommen wir nämlich mit einer Münze hier rein und müssen keinen Schlüssel mehr opfern. Was sehr praktisch ist. Oh, das könnte jetzt schief gehen. Zweimal, nee, ist nicht die gleiche Pille. Gut, das ist egal. Das ist auch nicht so schlimm. Das ist nicht so schön. Ach, geh heim. Nur Müll. Okay, da kannst du nur ranziehen. Aber ich kriege auch hier wieder keine Bomben, ne? Hier gibt es wieder nichts an Bomben zu kaufen. Nee. Ale. Ich schieb's trotzdem schon mal hier hin, für den Fall, dass wir Bomben bekommen sollten. Oh! Ah, ich komme nicht ran! Oh, wie dumm ist das denn? Dann halt nicht, Spiel. Dann halt nicht. Ach, geh heim. Habe ich gar nicht realisiert. Nicht dumm. Problem ist, ich kann es nicht dauerhaft schießen, weil dann bleibt der Typ draußen und ich will ja eigentlich mit seiner Peitsche angreifen. Mann! Wie bin ich denn so dumm? Der Roboter ist auch cool, keine Frage.
Aber der andere Effekt ist mir dann doch lieb. Oh Mist. Der andere Effekt ist mir dann doch lieber. So. Wenn ich mich richtig erinnere, war da kein... Doch, ein Herz war hier. Oh mein Gott, das 404-Ding gibt uns gerade einfach die Möglichkeit, umsonst was zu kaufen. Wie gut ist das denn bitte? Das war ja richtig gut. Ja, das Ding macht halt einen enormen Schaden. Ist er weg? Ja. So, ich würde gerne die Viecher bei den Pilzen explodieren lassen. Ja, so viel dazu. Mist. Ja, der bekommt hier perfekt in die Ecke. Schade. Der kommt auch perfekt in die Ecke. Okay, ich hab's versucht. I tried my best. So. Ihr habt gesagt, ich soll es nutzen, wenn HP ab und Stachelraum, aber ich habe nur ein Herz, deswegen ist gerade nicht so sinnvoll. Ich habe euch gehört, aber es geht gerade nicht. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, mach dich weg. Ich hasse dich so abgrundtief. Geh einfach drauf. Mein Gott. Würde den Ring bevorzugen? Einfach aus dem weiteren Grund, dass ich ja immer noch nicht konstant schieße, sondern das Viech immer raushole. Da finde ich den Ring jetzt spontan besser. Okay, wir haben eh keine Bomben. Es bringt jetzt noch nichts, den Geheimraum zu suchen. Und ich kann hier leider auch nichts sprengen. Ich komme nicht an die Bomben ran. Das ist doch zum Kotzen. Ja, ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Ich könnte riskieren. Lol. Also, dass mir was jetzt wirklich bringt, so effektiv. Oder das hier?
Was ist jetzt davon am besten? Mein Gott, so viele Trinkets. Zu viele Trinkets. Ah, lass mich ganz kurz vergleichen. Iron Shards of Eternal Hearts klingt halt nicht schlecht, ne? Deswegen hatte ich das eigentlich erst gewählt. Aber Gamekit-Effekt, wenn ich getroffen werde, ist halt auch nicht, nicht schlecht. Wir nehmen den Gamekit-Effekt. Safety first. Das Schlimme ist ja, ich kann ja ständig jetzt, immer wenn ich aufgeladen bin, wechseln. Also ich warte halt auf so Sachen wie Cancer, ne? Ist klar. Sehr gut. Okay, okay, wo ist der Geheim... Naja. Wird schon wert sein. Jo! Kann ich das so aufmachen? Schade. Okay, das Tiersub werde ich mir holen. Und ansonsten ist es so. Okay. Dann würde ich jetzt aber tatsächlich die Bombe mitnehmen für die weiteren Geheimräume. Und so, ne? Ich denke, die ist im Kampf auch sinnvoller. Kann man gleich schön aufräumen. Ja, sehr schön. Auch das finde ich sinnvoll. Ich aber ganz ehrlich, bei der freue ich mich fast schon auf die normalen Runs. Das könnte sehr lustig werden. Mit so, mit dieser Variante zu kämpfen. Ah, scheiße. There we go. Hat sich schon gelohnt. Okay, Tiers ab. Aber dumm eigentlich, ne? Kompletter Quatsch. Ich schieß ja kaum. Komplett dumm. Komplett dumm, dann Tiers ab zu kaufen. Was ich natürlich nicht weiß, ist, ob das Damage, ob ein Damage-Up sich auch auf die Peitsche auswirkt. Aber ein Tiersub wird es auf keinen Fall tun.
Weil mein Damage ist halt noch nicht so geil. Mit dem Angriff. So. Aber da würde ich jetzt trotzdem hier nichts kaufen. Rerollen kann ich hier auch nichts, also gehen wir hier einfach weiter. Okay. Mist! Komm, ich dachte, ich bin hinter dem Stein sicher. So ein Murks. Ist das Messer mir ein HP ein Herz wert? Ich meine, Brimstone kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen mit der Geschichte hier. Bin ich ganz ehrlich. Brimstone kann ich mir echt nicht gut vorstellen. Ich weiß nicht. Kostet doch ein bisschen viel. Aber das Messer um mich rum kann ich mir schon gut vorstellen. Allerdings habe ich jetzt weitere Chancen auf Angel Deals verdingst. Habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht. Da habe ich jetzt gerade wieder nicht dran gedacht. Too late. Too late. Ah, da unten ist er diesmal. Okay, dann können wir hier erstmal sprengen. Schade. Halo. 8-Ball. AP ab. Ah, jetzt habe ich... Ja, jetzt war ich zu langsam. Ich hätte hier reingehen sollen. Diesmal habe ich wieder nicht nachgedacht. Na, ich hätte hier reingehen. Aber können wir auch jetzt machen. Ich meine, das halbe Herz da. Das blaue Herz geht schon klar. Ja, passt doch. Bester Deal. Ein Ranger bringt jetzt gar nicht mal so viel, aber es ist ein 7er-Item und das heißt, da kommt ein anderes günstiges Item nach. Ich würde trotzdem den Cube auf den Cube gehen. Scheiße. Das ist mein Ernst, dass ich daneben geworfen habe? Wow. Das ist das Ding, wenn ich zu nah dran bin, dann treffe ich die ja gar nicht mehr, also. Aber ich habe halt das Gefühl, die späteren Gegner interessiert die Peitsche nicht mehr so ganz. Oh, stimmt, das Messer in Kombination mit dem Gamekit-Effekt ist natürlich nochmal viel besser. Hab ich gar nicht dran gedacht. Als ich es geholt habe. Aber ich denke, dann war das schon die richtige Entscheidung. Oh!
Kommen wir da noch ran? Wir werden auf der richtigen Ebene zum Einsetzen. Ist. Ja, wir kommen ran. Nice. Sehr nice. Eine Verwandlung zu Mother einmal bitte gerne, kommt sofort. So. So. What now? Okay. In der Hoffnung, dass das Damage-Up sich auch auf meine Peitsche auswirkt. Würde ich jetzt fast beides nehmen. Wie viele Aufladungen hat das Buch? Drei Räume. Und die bleiben halt, die Familias. Die bleiben halt. Die helfen mir. Das ist nochmal besser als die Bombe. Wie drei Räume? Habe ich mich verlesen? Monster Manual. Oh, falsches Buch oder was? Oh, has been increased to 6 from 3. Ups, ja gut. Dafür bleiben sie jetzt aber auch den ganzen Floor über. Ja, okay. Was soll's. So, ich hoffe, das macht hier den auch den Damage größer. Ansonsten muss ich mich mehr aufs Schießen wieder konzentrieren. Na? Okay, weiter im Programm. Oh! Scheiße. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Fail. Okay, die gehen leider nicht kaputt. Nice. Nee. Ich hoffe, wir können das Knochenherz behalten. Das wäre schön. Dann wäre das hier mein Kaufargument. Ja gut, aber der schießt halt eigentlich auch nur,
Ah, wenn ich die nicht dauer. Jetzt wäre es fast besser, dauerhaft zu schießen, ne? Ich habe schon den Eindruck, dass aber der Damage mit dem Ding mitgeht. Ja, ja, doch, doch, doch. Der stackt den Damage auf jeden Fall auch. Scheiße. Mein Knochenherz verabschiedet sich gleich. Nicht nochmal getroffen werden. Nice. Erst noch als aufladen. Die Dinger bleiben ja. Ja, schön. Dann einkaufen. Ach, geht noch nicht. Schade. Es ist gerade sehr gut, dass wir die Laser haben. Wobei, da müsste ich jetzt eigentlich auch mit dem Ding gut reingehen können, ne? Ja, doch. Aber mit dem Ding komme ich auch gut gegen die Maske an. Da muss ich ja nur draufhauen. Das müsste ja trotzdem Damage machen. Ja, nice. Sehr schön. Müssen wir das Knochen jetzt gar nicht auffüllen. Perfekt. Dann kommst du einmal rum. Okay, mehr brauchen wir hier nicht. Mehr wollen wir hier nicht. Passt. Bei so vielen Viechern erscheint mir das normale Schießen sinnvoller als die Peitsche. Also zwischendurch kann man ja mal wieder peitschen, wenn so ein Gegner direkt vor einem steht. Wie er jetzt zum Beispiel gerade. Aber ansonsten würde ich eher so machen. So. Ich habe halt nur ein HP. Ich kann halt nicht viel jetzt opfern. Das ist mein Problem. Ich kann halt nicht viel jetzt opfern. Okay, das ist aber auch nichts, was ich kaufen würde. Wie war das jetzt? Man kriegt einen Stat up, wenn man eine schlechte Pille einsetzt, ne? Irgendwie sowas war da. Ja, jede Stat down Pille gibt mir einen Damage up. Die anderen spawnen ein schwarzes Herz, wenn ich sie verwende. Ja, moin. Da wollte ich immer noch nicht rein. Aber ist cool. Nehmen oder nicht nehmen? An sich schon, oder? Shots beam down. Juckt mich halt nicht, das ist das Ding. Ich komme wieder nicht an eine Bombe ran, das ist doch unfassbar. Da habe ich die Geheimräume offen und komme an keine Bombe ran. Das ist doch unglaublich.
Na gut, ist halt so. Weiter geht's. Jetzt verliere ich natürlich meine Familie jetzt wieder. Mal gucken, was Neues dazu kommt. Oh, wir sind schon in der letzten Ebene. Habe ich gar nicht realisiert. Oha. Haben wir endlich mal Bomben. Gut, dass ich noch eine habe. Okay. Normalerweise ja. Normalerweise ja, aber im Moment ist Tiersrate jetzt ja nicht so. Bin ein bisschen überfragt gerade. Also jetzt nehme ich erstmal das Herz, dass wir kämpfen können. Dass ich mein Knochenherz nicht verliere gleich wieder. Aber sonst bin ich jetzt echt überfragt, was wir machen. Mal gucken. Die müssen sofort weg. Die sind so stressig. Geh halt auf! Ich hasse das. Ich hasse das, wenn die nicht weggehen. Ich hasse das, wenn die nicht weggehen. Mist. Noch ein Treffer, dann macht mein Knochen jetzt leider einen Abflug. Da ist schon wieder einer, der nicht. Oh Mann! Geh halt auf, du. Ich hasse das. Ich hasse diese Dinger. Jetzt endlich. Mein Gott, ey. Scheiß Vieh, echt. Ach, naja. Ich würde jetzt trotzdem das Ding mit dazu nehmen. Weil falls ich unten mehr schießen muss, dann ist es schon gut, hier es abzuhaben. Vielleicht kann ich damit auch öfter das hier machen. Ich weiß es nicht. Geht's jetzt öfter? Keine Ahnung. Bin mir unschlüssig. So, leider kann ich nicht aufladen. Ich hab nichts zum Aufladen. Scheiße. Scheiße. Ja doch, das macht die Tiers, oder? Das macht die Tiersrate, dass ich das öfter machen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Tiersrate macht. Oh shit! Oh oh. Oh oh. Energie. Energie macht Abflug. Gut aufpassen. Ich sehe nichts. Wo ist er? Mamma mia. Das war kritisch. Schnell aufladen. So. Das Ding hier ist jetzt halt... Ich meine, ich würde es mir holen, weil ich habe halt nichts Besseres im Moment, aber... Ich könnte auch rollen und auf zwei Münzen hoffen, aber das ist halt auch Schwachsinn. Fühle ich nicht. Thank you.
okay, die kommen aus dem Boden, die Dinger. Ja, ja, das sind die Dinger. Das sollte passen. Vorsicht vor dem Brimstone-Effekt. Oh, das war schon. Okay. Mama mia! Hier noch eine Truhe. Nichts, was ich kaufen würde hier. Aber noch eine leckere Truhe. So lecker war die Truhe dann doch nicht. Okay. Ja, der macht halt meinen Damage gerade hoch, immer wenn ich in seinem Dings bin. Ja, das war's. Ich kann nichts mehr tun. Wir gehen mit 2 Herzen zu Greed. Das wird super. Wir gehen mit 2 Herzen zu Greed. Das wird ganz fantastisch. Oh, fuck my life. Aber es ist der erste Versuch mit Lilith. Dafür sind wir weit gekommen, finde ich. Nein, nicht von vorher getroffen werden. Mann. Doch scheiße. Das ist doch scheiße, vorher getroffen werden. Oh, wir haben den Brimstone-Typ. Niemals was. Dafür habe ich viel zu wenig Energie. Ich bin viel zu schlecht im Ausweichen. So komme ich jetzt eigentlich gar nicht dazu, den Brimstone-Typ einzusetzen, weil der halt... Ne? Mache ich mehr Schaden so? Ich weiß es gar nicht. Was ist effektiver? Ich habe eigentlich das Gefühl, das Peitschen ist besser. Ich weiß es nicht. Wow. Andererseits habe ich so halt Brimstone. Wenn auch ein klein. Nee, ich glaube, das kleine Brimstone ist nicht so effektiv. Bin ich ganz ehrlich. Aber der Gamekit-Effekt hat sich jetzt auch nicht mehr gezeigt in letzter Zeit, ne? Das ist eigentlich ärgerlich. Gerade in Kombination mit dem Messer hätte ich halt schön in die Gegner reingekonnt dann. Nein! Das sind ein bisschen viele. Okay.
Boah! Das war knapp. Nein! Lol, wir haben die erste Phase sogar geschafft, aber die zweite kriege ich halt nicht hin. Ja, schade. Aber weit. Also, ich muss sagen, dafür, dass wir jetzt nicht so krass OP mit ihr waren, lief das gar nicht so schlecht. Ich denke, das wird. Ich denke, das müsste laufen. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.